Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Heute reden wir darüber, warum Feminismus tatsächlich hilfreich sein kann, dir bei deinem Erfolg mit Frauen helfen kann. Also, willkommen zum Thema. Ein Thema, das natürlich in der ganzen Dating-Community, in der ganzen Gesellschaft die ganze Zeit besprochen ist. Es ist super präsent. Deswegen will ich hier drüber reden. Und gerade auch, weil es in der Dating-Community immer sehr kritisch aufgenommen wird. Und das möchte ich einfach weg sagen. Es gibt auf jeden Fall kritische Aspekte. Ich möchte aus einer Perspektive dieses Thema beleuchten. Es gibt andere Perspektiven. Und es gibt vor allem den Unterschied zwischen Leuten, die das auf gesunde Art und Weise angehen, die zum Beispiel sagen, hey, wir wollen eine gewisse Gleichstellung. Und Leute, die das auf ungesunde Art und Weise angehen, die sagen, hey, Männer haben hier die Macht und wir sind hier unten, wir Frauen, wir wollen das umkehren, wir wollen die Macht und die Männer müssen uns gehorchen. Die Feminazis, die Extremfeministinnen, die mit einem Female is the Future T-Shirt rumlaufen, das sind natürlich die, von denen ich hier nicht rede, das ist offensichtlich Bullshit, sondern ich rede halt von dem Feminismus, der sagt, hey, wir wollen hier eine gewisse Gleichheit herstellen und wir wollen vielleicht eine gewisse Abkehr von Genderrollen, von Geschlechtsrollen. Und viele Männer machen sich da Sorgen und denken, okay, da geht die Männlichkeit verloren oder wer bin ich überhaupt als Mann? Die sind sich dessen nicht mehr klar. Aber das Ganze hat eine positive Seite und kann dir in deinem Erfolg mit Frauen tatsächlich weiterhelfen. Denn schauen wir uns mal eins der größten Probleme an, das viele, viele Männer mit Frauen haben oder das viele Männer im Umgang mit Frauen haben. Die wirklich erfolgreichen Männer im Umgang mit Frauen können eine Sache sehr gut. Ich habe das letztens schon mal in einem Video erwähnt, ich greife das aber hier nochmal auf. Die können eine Sache sehr gut und zwar ist es ihren Verstand ausschalten bei dieser ganzen Thematik. Ne, wenn die eine Frau ansprechen wollen, dann steht ihr eigener Verstand ihnen nicht im Weg und sagt zum Beispiel, ja, das kannst du doch nicht machen, was wenn sie schlecht reagiert, was wenn du nicht männlich genug bist, was wenn du nicht attraktiv genug bist, was wenn du nicht lustig genug bist. Ne, all diese Sachen, die viele von uns aufhalten durch unseren Verstand, haben die meisten erfolgreichen Männer mit Frauen nicht. Denn die handeln einfach und machen sich da keine Gedanken. Und das führt zu einem weiteren Problempunkt, nämlich das Bewerten. Und das kennst du vielleicht selber, wenn du schon mal auf der Straße unterwegs warst und eine Frau ansprechen wolltest, wo du dir vielleicht gedacht hast, hey, ist das jetzt die Richtige für mich? Ah, vielleicht gefällt sie mir doch nicht so wirklich. Oder was, wenn ich nicht männlich genug wirke? Was, wenn ich nicht lustig genug bin? Du hast all diese Sachen in deinem Kopf, all diese Vorstellungen von, wie du sein solltest oder wie sie sein sollte, wie andere Menschen sein sollten und wie du sein solltest. Und diese Vorstellungen blockieren dich. Ne? Weil wir haben ja schon öfter darüber geredet, immer wenn du hier oben bist in deinem Kopf, fehlt dir eine ganze Menge Ausstrahlung, fehlt dir eine ganze Menge Charisma. Und dieses andere Beurteilen und dich selbst beurteilen ist ein Riesenproblem. Und warum beurteilst du dich? Eben auch aufgrund von diesen Geschlechterrollen. Ne? Du bist halt der Mann und du musst so und so sein als Mann. Ein Mann muss stark sein, ein Mann muss sich aufopfern, ein Mann muss das Geld ranbringen in der Familie. You name it. Ne? Es gibt natürlich Dinge, es gibt diese Vorstellungen, diese Ideen und das kann halt zum Problem werden, denn dann bist du im Umgang mit der Frau und machst dir immer Gedanken darüber, oh mein Gott, bin ich jetzt männlich genug? Wirklich gerade attraktiv genug? Bin ich lustig genug? Ne? Bin ich dominant genug? All diese Sachen muss ich sein als Mann, damit es bei ihr funktioniert. Dann machst du dir halt ständig Gedanken darum und in dem Moment, wo du dir Gedanken machst, bist du eben nicht präsent im Gespräch. Und das ist ein Riesenproblem. Und wenn wir uns jetzt mal den Feminismus angucken, der sagt, hey, wir wollen uns von diesen ganzen Rollenidentifikationen lösen, dann ist das durchaus eine positive Sache, die Möglichkeiten bietet. Und du musst dir keine Sorgen machen, du verlierst nicht deine Identität als Mann, denn wenn du in der Lage wärst, wirklich ohne zu denken und ohne dich selbst mit irgendwas identifizieren zu müssen, auf die Frauen zuzugehen, dann wird es gar kein Problem geben. Dann wärst du einer dieser erfolgreichen Männer. Denn das ist ja das, was die ausmacht, dass die eben nicht viel nachdenken, dass die einfach handeln. Und das funktioniert besser, wenn du dich nicht extrem mit irgendwelchen Geschlechterrollen identifiziert hast. Je mehr du mit dem Mannsein identifiziert bist, desto mehr wirst du dich selbst beurteilen und desto mehr wirst du andere beurteilen. Und in dem Moment, wo du andere beurteilst, wird es auch automatisch schwerer, mit den anderen Leuten in Kontakt zu treten. Es wird schwerer, mit den Frauen in Kontakt zu treten, weil du sie schon vorher bewertest. Ne, du kommst einer Frau auf der Straße entgegen und denkst dir, ah nee, die sieht aber ziemlich zickig oder ziemlich bitchig aus. Das kennen einige von euch. Das höre ich immer wieder beim Coaching. Ne? Ich bin wieder, ach, die würde mir gefallen, aber die sieht sehr zickig aus, deswegen mache ich es jetzt lieber nicht. Das ist so eine klassische Sache und das hat natürlich was mit Beurteilen zu tun. Ne? Du beurteilst sie in diesem Moment und das hält dich davon ab, auf sie zuzugehen und vielleicht wäre es einfach ein erfolgreicher Flirt gewesen und ihr hättet euch gut verstanden. Das ist das Entscheidende, das ist das Interessante. Und wenn du aufhörst, andere Leute zu bewerten, na,
Beispiel diese Geschlechterrollen, wenn du aufhörst, andere Leute in diesen Geschlechterrollen zu sehen, dann hörst du auch auf, dich selber zu bewerten. Und umgekehrt, je weniger du dich selbst bewertest, desto weniger bewertest du andere. Und umgekehrt. Und je weniger du das tust, je einfacher wird es dir fallen, auf Menschen zuzugehen. Das ist der Grund, warum die Leute, die zu mir kommen, immer die sind, die viel mit dem Verstand arbeiten, die viel in ihrem Verstand zu Hause sind, die ihrem Verstand nicht so richtig entkommen können. Und genau das machen die. Die können einfach nicht auf Menschen zugehen, weil sie sich, bevor sie die andere Person überhaupt angesprochen haben, schon Gedanken über tausend Dinge gemacht haben. Wie wirke ich auf die Person? Wirke ich gerade männlich? Findet die mich wohl cool? Finde ich die überhaupt cool? Ah, die wirkt so ein bisschen zickig oder was auch immer. Und all das sind Barrieren, die zwischen dir und der anderen Person und eurem authentischen Kontakt stehen. Und deswegen kann der Feminismus hilfreich sein, indem er die Auflösung dieser, ja, dieser Strukturen, dieser Gedankenstrukturen anregt. Und deswegen sage ich auch, dieser Extremfeminismus ist ein Problem, weil das ist einfach das Gleiche, nur umgekehrt. Also das sind immer noch Strukturen, nur umgekehrt. Ja, wir die geilen Frauen und die bösen Männer. Das bringt überhaupt nichts. Ne, dann identifizierst du dich einfach nur mit schlechten Sachen statt mit guten Sachen. Es macht gar keinen Unterschied. Aber es macht sehr viel Sinn, und ich habe in vergangenen Videos darüber geredet, es macht sehr viel Sinn, seine Identifikation loszulassen. Denn je freier du hier oben bist, je freier du im Kopf bist, desto freier bist du in der Welt. Ne, und desto besser kommst du bei absolut jeder Person an. Ne, ist ja klar. Nehmen wir mal an, du hast jetzt einen Raum voller Leute, und da sind ganz viele verschiedene Leute aus ganz vielen verschiedenen Kulturen. Na, Türken, Jude, was auch immer, alles Mögliche. Ah, ein Spanier, Italiener. So. Und wenn du jetzt in diesem Bewerten sehr stark drin bist, in dem dich selbst bewerten, dich selbst in Bildern sehen und die Leute in Bildern sehen, dann wirst du mehr Probleme haben, mit den Leuten in Kontakt zu kommen, als jemand, der einfach nur Menschen sehen kann. Na, es macht einen Unterschied. Es macht einen riesigen Unterschied. Und insofern kann der Feminismus tatsächlich in eine positive Richtung gehen, wenn es denn sich in einem gesunden Rahmen bewegt. Also wenn wir von Feminismus reden und wir meinen damit, dass wir Identifikationsrollen, Rollen, die wir spielen, auflösen wollen, Ego auflösen wollen, dann ist das etwas Positives. Wenn wir von der anderen Sache reden, ist es etwas Negatives. Denn darum geht es hier überhaupt. Es geht um das Auflösen von Ego. Je mehr Ego du auflöst bei dir, desto einfacher wird es mit den Frauen, weil du da noch keine Angst mehr hast. Wir haben das letztens in dem Video besprochen, wo ich dir gesagt habe, entweder es muss dir vollkommen egal sein, was Leute von dir halten, im positiven sowie im negativen Sinne, oder du, ja, Dich muss beides interessieren. Du kannst nicht eins von beiden haben. Das ist ein super interessantes Video. Wenn du erfahren willst, wie du wirklich an den Punkt kommst, dass sich die Meinung anderer Leute nicht mehr interessiert, schau unbedingt das letzte Video auf dem Channel. Und das geht in die gleiche Richtung. Ne? Also wenn du all die negativen Sachen, die du von dir denkst, loswerden willst, dann musst du auch all die positiven Sachen, die du von dir denkst, loswerden. Das ist das gleiche Prinzip. Du musst beides loswerden. Du musst quasi nichts werden. Und dann kannst du alles sein, sozusagen. Weil dann bist du durch nichts mehr begrenzt. Dann ist auch deine Kommunikation zu anderen Leuten durch nichts mehr begrenzt. Und dann bist du wirklich so wie die erfolgreichen Männer, die ich kenne, die einfach, also das sieht dann folgendermaßen aus. Während du eine Frau auf der Straße siehst und dir denkst, boah, die würde ich gerne ansprechen, aber ich bin mir nicht sicher, ist der schon längst losgegangen. Ne, ich hab wirklich Kumpels, ich habe Freunde, mit denen bist du in der Stadt unterwegs und die sind jede zweite Sekunde weg. Die denken da überhaupt nicht drüber nach. Einfach weil die nicht bewerten. Die bewerten mit ihrem Kopf nichts. Die bewerten die Situation nicht. Deswegen sind die so erfolgreich. Das ist das ganze Geheimnis. Das ist das ganze Geheimnis. Natürlich kommen noch so Faktoren dazu wie sich aus, bla bla bla. Das haben wir in anderen Videos besprochen. Das soll jetzt nichts zur Sache tun. Aber das ganze Geheimnis ist, wie gut bist du in der Lage, in dem Moment zu sein, wenn du eine Frau ansprichst. Denn offensichtlich, wenn du vollkommen in dem Moment bist, überhaupt nicht in Gedanken, dann ist doch klar, dass dich nichts aufhalten kann. Wenn du mit dem Moment, wie er ist, vollkommen umgehen kannst, mit den Gedanken, die vielleicht da sind und den Emotionen, die da sind, dann kann dich nichts beim Ansprechen aufhalten. Und wenn du dann noch keine Urteile über die Leute bildest, dann gibt es auch keine Barriere zwischen euch. Dann gibt es kein, oh, ich bin irgendwie ein bisschen misstrauisch der Person gegenüber, denn die ist ja vielleicht, weiß nicht, Islamist, aber vom Islam oder Jude oder was auch immer. Ne? Das sind einfach die klassischen Stereotype, die ich jetzt hier benutze, oder ein paar von den klassischen Stereotypen. Und diese Sachen abzubauen, macht sehr, sehr viel Sinn. Insofern geht der Feminismus auf gewisse Art und Weise in eine gute Richtung, wenn er denn richtig verstanden wird. Was ich auch schrecklich finde, muss ich dazu sagen, ist dieses extreme Opferhaltungsmäßige von wegen, oh, die armen Frauen und die bösen Männer. Das ist halt vollkommener Bullshit und keine Ahnung, da kannst du dir nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber wenn es wirklich darum geht, Leute gleichzustellen, indem man Rollen entfernt von den Leuten, dann muss ich sagen, bin ich da voll für und das würde jedem von uns tatsächlich weiterhelfen. Ist ein interessantes Thema, ist ein kontroverses Thema.
Fand ich auch jetzt im Video nicht das leichteste Thema. Also normalerweise ist es so, dass mir die Videos deutlich leichter fallen zu drehen. Ich muss weniger über das nachdenken, was ich sage, weil alles in meinem Kopf von alleine kommt. Das hier war ein deutlich schwierigeres Video. Ich hoffe, ich konnte dir trotzdem einen Denkanstoß geben und dir vielleicht zeigen, dass das Ganze nicht so schlecht ist und du davor keine Angst haben brauchst. Das ist sowieso, du brauchst davor keine Angst haben. Du kannst nichts verlieren. Also der Feminismus kann dir nichts wegnehmen, nichts Wirkliches wegnehmen. Du musst dir keine Sorgen machen, musst dir keinen Stress machen. Na? Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du dazu denkst, wie deine Meinung zu dem Thema ist. Super kontrovers. Ich hoffe, wir können ein bisschen in den Kommentaren darüber diskutieren. Ansonsten geil, dass du hier warst. Links neben mir abonnierst du den Channel, wenn noch nicht gemacht. Unter mir kannst du dich für einen der neuen Coaching-Plätze im nächsten Jahr bewerben. Und hier unten rechts kommst du zu einem weiteren Video für deinen Erfolg mit Frauen. Unbedingt vorbeischauen, wenn du bis hierhin geschaut hast. Und wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.